Ihr seid ja nicht eine ganz gewöhnliche Band. Damit meine ich, seid ihr ja viel zu viele Leute. Das heißt, wenn ihr berühmt werdet, ihr müsst die ganze Kohle ja teilen durch 6. Ja, fällt jetzt schon mega schwer. Ja, also ich wäre jetzt soweit. Dann los. Ja, dann stellt euch doch mal vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ich bin der Rudi. Ich komme aus Leipzig und singe und spiele Bass bei der Band 100 Kilohertz. Genau, ich bin der Zweite hier in der Runde von 100 Kilohertz. Mein Name ist Marco, bin der Gitarrist. Ja, und die anderen vier haben heute dienstfrei. Wie kamt ihr auf den Namen 100 Kilohertz? Es gibt die fantastische Band Muff Potter und die haben ein Lied, das heißt 100 Kilo. Da geht es um 100 Kilohertz. Ihr habt Instrumente, die man so auf Festival oder jedenfalls auf Festivals das Reload nicht so oft sieht. Ihr habt Saxophon dabei, ihr habt Trompeten dabei. Und wenn man 100 Kilohertz bei Wikipedia sich anguckt, dann steht da drin, ihr seid eine Ska-Punk-Band. Aber in einem Interview habe ich gelesen, dass ihr mit diesem Begriff Ska-Punk nicht so zufrieden seid. Ja, man wird halt mit diesem Ska-Punk schnell in eine Ecke gedrückt, in der wir uns nicht wohlfühlen, ist das falsche Wort, aber in der sich die Leute mit uns oft nicht wohlfühlen. Wenn die Leute Ska-Punk lesen, erwarten die eine gewisse Musikrichtung. Und es ist uns schon passiert an Abenden, wo es halt hieß Ska-Punk, dass das Publikum dann nicht unbedingt was mit uns anfangen konnte, weil die doch überrascht waren, wie hart und schnell die Musik plötzlich. Ihr nennt euch Brasspunk. Was ist Brasspunk? Da helft mir doch mal auf die Sprünge. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Begriff, der mir so auch nichts gesagt hat. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann sind es eigentlich Blechbläser. Da hat uns unser Saxophonist mal drauf hingewiesen, dass das dann eigentlich nicht passt, da das Saxophon ja ein Holzblasinstrument ist. Aber Brass wird allgemein halt von vielen Leuten so als einfach irgendwie Bläser gesehen. Also wir haben ganz lange gesagt, Punkrock mit Bläsern. Dann haben wir gesagt, wir wollten irgendwie noch was Kürzeres, Griffigeres, haben versucht zu sagen Brasspunk. Das hat dann eigentlich nie irgendwie jemand übernommen. Und seit 3 Interviews, wo wir uns mittlerweile damit angefreundet haben, dass wir immer sagen Punkrock mit Bläsern, kommen Leute und halten uns dieses Brasspunk wieder unter die Nase. Ja, siehst du, habe ich meinen Job getan. Gut, Feierabend. Ja, genau. Schönen genau. Abend noch. Was für einen dicken Strich hat euch Corona durch die Rechnung gemacht? Naja, durch die komplette Festivalsaison halt. Ende April, Anfang Mai mit der Butterfahrt auf Helgoland. Der Hafengeburtstag in Hamburg, das Reload, das Highfield, Open Flair, Fonstock wäre noch gewesen. Rock am Beckenrand war da. Noch jede Menge kleinere Sachen. War eine ewig lange Liste, wir wären ja fast jedes Wochenende irgendwo gewesen auf irgendwelchen Festivals. Aber ich weiß zumindest ein Festival, wo nächstes Jahr im August seid. Auf dem Reload, mit dem fast gleichen Line-Up wie diesem Jahr, oder? Ja, also ich glaube, so ganz, ganz viele Änderungen gibt es da nicht. Und was mir so als Metalhead der 80er Jahre ja sehr entgegenkommt, dass Testament neu dazugekommen ist. Ach, die liebe ich ja. Die liebe ich heiß und innig, habe ich auch mehrmals schon live gesehen. Und das war wirklich für mich, wo ich so dachte, so, ja! Reload ist mega abwechslungsreich vom Line-Up her. Und ich bin gespannt, wie die Metaller auf uns reagieren. Och, ich würde mir da keine Sorgen machen. Wie du sagst, ich auch nicht. Ich mag diese Kontraste. Wir könnten ja dann nächstes Jahr, um euch ein bisschen aufzulockern, damit ihr das Publikum anheizen könnt, könnten wir uns mal mit ein paar Sulinger Schnäpsen vertraut machen. Echter Leipziger was? Allasch. Allasch. Was ist Allasch? Kümmelschnaps aus Leipzig. Kümmelschnaps aus Leipzig. Den bringst du denn bitte auch mit? Genau. Ich bin heute leider ganz antialkoholisch unterwegs. Ich habe mich heute mal für eine schlichte Cola entschieden. Ich finde es sehr vorbildlich von dir, aber deine Nachricht vom im WhatsApp-Verlauf war anders. Deswegen habe ich mich extra hier präpariert. Ich habe hier einen guten Allasch und ich habe noch eine Flasche Whisky hier mitstehen. Rudi ist schuld, der hat mich mit seinem Tee ganz durcheinander gebracht. Aber natürlich auch alkoholfrei. Diese alternativen Jugendzentrum, die liegen euch also sehr am Herzen. Da spielt ihr gerne. Oder weil ihr es halt als wichtig betrachtet. Sowohl als auch. Also einige von uns sind halt auf in Kleinstädten und Dörfern groß geworden und haben halt schon mit unseren allerersten Punkbands in diesen Dörfern gespielt. Und da haben wir den ganzen Spaß schon miterlebt mit Nazis, die die Konzerte überfallen, die nach dem Konzert Leuten auflauern und sind aber auch selber hingegangen auf die Konzerte einfach als Besucher, weil es halt nichts anderes gab, wo wir hingehen konnten. So
wenn halt das eigentliche, das Jugendzentrum, was der Stadt gehört, in fester Nazi-Hand ist und die Security, die da aufpassen soll, dass nichts passiert, auch alles Nazis aus den umliegenden Dörfern sind, die dann schon arbeiten dürfen. Da gibt es halt bloß irgendwie dann das AJZ als letzte Zuflucht, um ein bisschen irgendwie eine Perspektive zu haben oder mal einen Abend zu haben in vermeintlicher Sicherheit. Bevor die Release-Shows waren, haben wir uns ja ein bisschen warm gespielt noch. Aber wie ist denn eine Release-Show in Zeiten von Corona? Wie muss ich mir eure Release-Show vorstellen? Wie sah die aus? Wir haben in der Parkbühne quasi, in der rund 200.000 Leute normalerweise zu normalen Bedingungen Platz finden, ein normales oder zwei normale bestuhlte Konzerte spielen können, bei dem ca. 300, 350 Leute zu Gast waren jeweils an jedem Abend. Mit Corona-Auflagen, wie sie dazugehören. Also es war ursprünglich ein bisschen weniger geplant, hat sich dann im Zuge der Zeit nochmal ein bisschen nach oben korrigiert, die Besucherzahl, die Anzahl der Tickets, die wir verkaufen durften. Ansonsten mit Abstandsregeln, mit natürlich Mund-Nasen-Schutz, sobald man eben nicht am Platz ist. Und dann haben wir versucht, aus den Mitteln, die wir da eben haben, das Bestmögliche zu machen. Weil wir die Leute natürlich auch unterhalten wollten, ein bisschen drumherum was gebaut, hatten eine LED-Leinwand da, hatten ein bisschen Pyrotechnik, Konfetti-Kanonen und solche Geschichten. Einfach um wirklich da zwei wunderschöne Abende zu haben. Sowohl visuell als halt dann auch ein bisschen für die Ohren. Und unter den jetzigen Bedingungen würde ich sagen, war ein super Abend, hat toll geklappt. Absolut, rund und perfekt. Und waren da im Tommy-Haus, was ein sehr, sehr schöner kleiner Laden ist, in Berlin, der uns am Herzen liegt, und waren in Lauchau in einer kleinen Location. Und da ist dann auch das Geld, was an dem Abend reingekommen ist, was die Leute bezahlt haben, ist dann komplett als Spender an die Läden gegangen. Also es ist sowohl die finanzielle Unterstützung für die Läden an sich, als auch das Emotionale vor Ort für die Leute einfach. Ich hatte mir drei Songs von euch rausgeschrieben, die mir besonders aufgefallen sind, als ich mich so mit euch beschäftigt habe, im Internet nach euch gesucht habe. Und ein Song beschreibt genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist der Pass auf dich auf. Und da beschreibst du ja praktisch, wie du zurückkommst in deine, so habe ich das verstanden, wie du zurückkommst in dein Dorf und wie du praktisch erzählst, hier gab es auf die Fresse, hier wurde uns aufgelauert. Ja, es ist genauso passiert. Und passiert auch heute immer noch. Passiert jetzt uns nicht mehr, weil die meisten von uns halt jetzt mittlerweile in Leipzig wohnen und wir hier unseren halbwegs sicheren Hafen haben innerhalb von Sachsen, weil Leipzig doch eine sehr linke Stadt ist. Es ist nicht so, dass hier alles super ist. Im Nachhinein, als ich seinen Rücken lesen konnte, die schöne Aufschrift Antifaschismus ist kein Verbrechen, sondern eine Geisteskrankheit gelesen und dachte mir so, gut, dass du gerade nicht wusstest, wer ich bin. Das Lied schildert halt einige Geschichten, die vor allem mir passiert sind und guten Freunden und Freundinnen von mir. Aber auf Konzerten, auf denen wir spielen, hören wir das auch ständig, dass das immer noch genauso ist auf den Dörfern und in den kleinen Städten. Der irgendwie Anfang 20 ist, sagt, red mal mit den anderen, weil ich hatte nur einmal Todesangst wegen rechter Gewalt. Dann ist es schon eine ganz schöne Hausnummer. Also es gibt Ecken, in denen es wirklich äußerst, äußerst unangenehm ist, offen und offensiv sich links zu äußern. Ich erinnere mich damals, als wir unsere erste Punkband hatten und dann das allererste Konzert bei uns in der Kleinstadt von Nazis überfallen wurde. Und danach wir als Band ein Gespräch mit dem Bürgermeister hatten und er hat gesagt, ja, aber die kamen ja alle von weiter weg. Die wohnen ja nicht hier. Und wir ihn dann angeguckt haben und gesagt haben, aber warum gibt es dann jeden Tag aufs Neue irgendwelche Nazi-Aufkleber oder Nazi-Schmierereien quer durch die Stadt verteilt? Also da braucht es erstmal die Anerkennung von der Politik, dass das wirklich ein Problem ist. Das wird immer so weggeschoben, so ein, ja, wenn, dann kommen die von drei Dörfer weiter, wir haben hier das Problem nicht. Und das macht das Problem halt noch viel größer. Ich nehme es mir immer vor, ich will es nicht machen, aber manchmal überwiegt die Neugier und ich lese wirklich Kommentarspalten in den sozialen Medien. Und grauenhaft. Ja, oder? Oder da mag man sich da einfach nur abgewidert abwenden, oder? Ja. Was da an offensichtlichen rassistischen, fremdenfeindlichen, sexistischen Kommentaren abläuft. Und die meisten kommen ja einfach damit durch. Es hat ja kaum eine Konsequenz. Es wird ja kaum verfolgt.
Und das macht die ganze Sache, glaube ich, noch umso schlimmer. Durch dieses ständige, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, von der AfD, was am Anfang gefühlt schon deren Slogan war, es ist halt mittlerweile alles salonfähig geworden. Also ich gehe auch immer noch davon aus, dass gerade in dem, dass es jetzt noch ein bisschen mehr geworden ist in den letzten Jahren, aber dass davor vor allem Leute, die von außen irgendwie in gewissen gehobenen Positionen waren, dass die wahrscheinlich auch diese Einstellung hatten, aber sich nicht getraut haben, das zu sagen, weil es davor so einen gewissen Grundkonsens gab in der Gesellschaft, dass Rassismus und Sexismus irgendwie nicht in die demokratische Grundordnung reingehört. Und das hat sich halt dahingehend verschoben, dass die Leute durch diese ständige, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, mittlerweile so vieles als sagbar empfinden, ja, und als salonfähig, dass halt dieses Klima immer rauer geworden ist. Und deshalb finde ich es umso lobenswerter, dass es halt Bands gibt wie euch, die sich da nicht einschüchtern lassen, die halt Woche für Woche, wenn ihr halt die Chance habt, wenn es die Tour gibt, offen für ihre Überzeugung eintreten. Und ihr könntet euch das so einfach machen, weil in dem Song 30 Gramm, da sagt ihr doch, ihr spielt keine Liebeslieder mehr. Wäre doch viel einfacher für euch, wenn ihr singen würdet, wie schön alles ist, wie ihr eure Freundin am Bachlauf küsst und im Hintergrund die Sonne untergeht. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Okay, ich hätte mir noch drei andere Songs aufgeschrieben, 3 Jahre ausgebrannt. Hm. Da habe ich festgestellt, dass ihr keine Bild-Zeitung und Til Schweiger-Fan seid. Gut, ich finde, wir könnten nochmal auf eure Tour nächstes Jahr eingehen, oder? Eingehen? Ja, sehr gern. Zweimal in der Nähe von Sulingen. Einmal im Tower, das ist in Bremen. Und das andere Mal im Scheheinz in Hannover. So ist es. Auch wenn ich den Tower nicht kenne, aber ich freue mich trotzdem sehr auf Bremen, weil wir als Band noch nicht da waren, aber ich schon vorher mit anderen Projekten dort war und das jedes Mal ein großartiges Publikum war. Was habt ihr sonst noch? Wo führt euch der Weg sonst noch hin auf die Tour nächstes Jahr? Na, wir hatten viel Wert darauf gelegt, dass wir Städte eben reinnehmen, die wir noch nicht kannten, die wir selbst noch nie gespielt haben. Da sind Städte dabei wie Hannover, Bremen, Rostock ist mit dabei, Schweinfurt waren wir noch nicht, Köln ist mit dabei, waren wir noch nicht, Frankfurt ist mit dabei. Und sonst die üblichen Verdächtigen für uns, das ist Dresden, Berlin, Düsseldorf, auch die erste eigene Show in Düsseldorf hatten wir auch noch nicht. Mhm. München ist mit dabei, auch Premiere. Weiß man schon, wer euch supporten wird oder wird es lokale Support geben? Können wir noch nicht genau sagen, also da sind wir uns selbst noch mal überlegen, wie wir das gestalten. Also nicht jetzt streng geheim, dass ihr mich erschießen müsst, wenn ihr es verratet. Wahrscheinlich auch, aber nee. Wenn es was zu erzählen gäbe, dürften wir es wahrscheinlich auch nicht erzählen, aber es gibt auch nicht mal was zu erzählen. Ja, genau. Wenn ihr jetzt noch was habt, wo ihr sagt, Mensch, das müssen wir unbedingt noch ansprechen. Bevor wir hier den Abend mit Alkohol abschließen, im Namen von mir und von unserem Tontechniker, dem lieben Max, eine Bitte an das Organisationsteam vom Reload. Es wäre ganz fantastisch, wenn Fever 333 so spielen würden, dass wir am gleichen Tag spielen und wir uns die Band komplett angucken können. Ah ja, okay, ich werde das so weitergeben. Großartig. Ich werde glaube, da weiß ich schon, dass das nicht so ist. Das habe ich jetzt nicht gehört.